sind hier hinter einer Brücke, ja. Okay, gut. Das ist eine Brücke, ja. So eine Art. Wir sind bei der Autobahn, denke ich, oder? Es ist. Nein, nicht sprengen! Wir haben nichts mehr zu essen. Ich muss jetzt was besorgen. Willst du sehen, wie es bei uns so läuft? Hm? Selbstmord ist nie eine Lösung. Ich weiß, das klingt irgendwie abgedroschen, aber es hilft, so blöd es auch klingt, niemandem weiter. Da sind dann nur die näheren Angehörigen traurig und ja, man ist halt tot. Und ich würde sagen, es ist blöd zu sagen, ich bin erst 22 Jahre jung. Da hat man jetzt. Wir brauchen etwa 5 Dollar, das reicht für was Warmes. Wir versuchen es hier. Ich hoffe. Die Kälte macht die Leute großzügiger. Nochmal ganz kurz, um es zu Ende zu bringen. Mit 22 hat man jetzt noch die riesen Schicksalsschläge hinter sich gehabt. Vielleicht andere schon. Ich persönlich zum Glück noch nicht. Ich wünsche es auch keinem. Aber ich denke mir, es gibt immer einen anderen Weg, als Selbstmord zu begehen. Aber ist jetzt natürlich hier ein bisschen abgedroschen von dem her. Will ich es nicht weiter ausführen, tut mir leid für diese Off-Topic-Sache, setzen wir uns hin und besorgen Geld. Ist dir nicht kalt? Mir ist so kalt. Ja. Oh, okay, und ich hab Hunger. Ich bin am Verhungern. Tja, du wirst warten müssen, bis wir Geld kriegen. Denk an was anderes. Wie viel Geld bekommen wir denn? Wie viel braucht man für 5 Dollar? Tja, weiß nicht. Das hängt ganz von den Leuten ab. Vielleicht ein paar Stunden? Oder eine Woche? Hey, Stan. Ich glaube, das macht wenig Sinn. Wir sitzen beide am selben Platz. Ja. Ich versuch's mal da drüben. Viel Glück dann. Okay. Hoffen wir mal, dass wir einen Platz finden, wo die Leute vielleicht ein bisschen großzügiger sind. Vielleicht auch ein paar Leute vorbeikommen. Wollen wir den anquatschen? Können wir den anquatschen? Sieht wohl nicht danach aus. Ist auch nicht so schön, wenn man die Leute anquatscht, aber wenn man irgendwo mal Obdachlose sitzen sieht, dann schadet es echt nicht, denen mal ein paar Euro oder ein paar Franken in der Schweiz zu geben. Burger klingt gut. Oder doch Pizza? Ist nur Futter. Das ist so hart. Ja, die Jugend von heute, das war übrigens nochmal die Stimme von Ellie aus The Last of Us, die deutsche Synchronisation. Die haben wir schon mal im ersten Part gehört. Wie gesagt, ist nie verkehrt, denen was hinzuwerfen. Ich hab gesagt, wenn's ihm nicht passt, soll er gehen. Und dann? Dann war Ruhe. Geschieht ihm recht. Wenn nicht hinzuwerfen, sondern hinzulegen oder vielleicht auch mal einfach was zu essen. Hey, Baby. Willst du ein paar Dollar extra verdienen? Vielleicht habe ich da was. Was soll ich dafür tun? Ich finde, ich tue dir einen Gefallen und du tust mir einen. 10 Piepen und dann kommst du kurz mal mit mir. Nein, unmoralische Angebote. Ich brauche deine Knete nicht, Arschloch.
Die kannst du dir in den Arsch stecken. Nee, sowas hat die Jody auf jeden Fall nicht nötig. Ich wollte eigentlich gar nicht über die Straße gehen. Können wir nochmal zurück? Ja, sehr gut. Ich will erstmal hier die ganze Straße hier erkundschaften. Und dann gehen wir erst drüber und schauen, was es da zu sehen gibt. Hier ist ein Platz auf jeden Fall. Den lass ich mal außen vor. Wir wollen lieber schauen, was es hier so für Zeugs gibt. Bankomat. Wollen wir das tun? Ich kann nicht mehr zurück. Okay. Jetzt müssen wir so tun. Gut. Ich komme nicht mehr zurück. Wir können das nicht machen, Aiden. Ich bin kein Dieb. Schwere Entscheidung. Ich lasse es liegen. Jetzt kommt irgendwie ein anderer Typ vorbei und klaut sich die. Hey, hier, $100. Los, nehmen wir uns die. Nee, wenn ich es mir jetzt recht überlege, es wird ja theoretisch nur der Bank schaden und wir ziehen ja kein Geld vom Konto ab von irgendeinem Mann, okay, ich hätte es nehmen sollen. Weil, so blöd das auch klingt, aber so eine Bank kann sich auch durch mal ein paar Dollar, die sie da verlieren, die können das verkraften, würde ich sagen. Heißt jetzt nicht, dass ihr irgendwie zum nächsten Bankomaten stürmen müsst. Bankomat ist übrigens in der Schweiz ein Wort für Bankautomat und dort die überfallen müsst. Das will ich auch auf jeden Fall nicht sagen. Aber die verkraften sowas eher als, ich weiß nicht, als zum Beispiel der Tante Emma Laden um die Ecke. Versteht ihr? Nein! Was, Kleingeld klauen oder wie? Ja, komm. Beim Bankomaten haben wir es nicht gemacht. Hier geht's klar. So, gehen wir da mal rüber. Auf die andere Straßenseite. Ich finde es echt cool, dass man hier so mehr zu sehen bekommt. Dem können wir theoretisch gleich mal was in sein Döschen werfen, wenn er uns was vorspielt. Nehmen wir die Gitarre mal. Gehört die dir? Ja, aber heute frieren einem die Finger ab, habe es gerade mit Spielen versucht. Willst du es versuchen? Nimm sie ruhig. Ja, wieso nicht? Mal schauen, was Jody so musikalisch drauf hat. Wir hoffen doch einiges. Okay. Er kann Gitarre überhaupt nicht spielen. So, stemmen wir erstmal die Saiten. Gut. Dann hier noch ein bisschen. Und dann können wir auch schon anfangen mit einem fröhlichen Liedchen. Los. Sorry, I cut through the bone. Make it hard. Leave you here wearing your wounds, waving your guns at somebody new. Oh, baby, you're lost. Baby, you're lost. Baby, you're schönes Liedchen, gut gemacht. Aber die Leute waren trotzdem ein bisschen geizig. Wow,
Nee, nimm das. Ich will das Geld nicht. Oder müssen wir müssen es wie es aussieht nehmen. Gut. Du? Heilige Scheiße. Jody, woher hast du so viel Geld? Gefunden. Da war ein Kerl mit einer Gitarre und... Ich spiele Gitarre und ich hab was gekriegt. Oh, wow, das ist super. Das ist wirklich super. Warte hier, ich hole uns Essen dafür. Gut, das Essen haben wir uns schon mal gesichert. Okay, können wir irgendwas machen hier oder warten? Lotterie gewonnen, alter Glückspilz? Nee, ich will keinen Ärger. Ärger? Ärger? Das ist so respektlos, alter Mann. Sind wir aus wie etwa? Das wäre oh, komm schon. Willst du das Ed? Ja, schon dabei, Mann. Fuck. Echt krass, Mann. Seh dich, ich sag schon, Feuer eingeklappt ist. Guckt ab, dann passiert euch nichts. Schaut mal hier. Der alte Opa hat eine kleine Freundin. Was laufen wir? Los, demonstrieren wir ihm, was wir mit kranken, verschissenen Miststück. Sorry, aber sowas ist asozial. Sowas ist richtig asozial und gehört bestraft. Und ich hoffe, oh, Jody zeigt so richtig, was sie drauf hat. Und das zu Recht. Sehr gut, Kleines, los. Zeig ihnen, mit wem sie sich anlegen. Das einzig nicht Gute ist, dass sie das jetzt gerade filmen. Oh, Mist. Komm, hier. Nein, weg damit. Hier, du. Zeig dir mal, was ich in der CIA gelernt habe. Komm schon. Sehr gut. Weg mit der Kamera, Junge. Wir dürfen uns eigentlich nicht sehen. Ich glaube, das ist nicht so toll für uns. Fuck! Das Miststück ist krank! Wir sehen uns später, Miststück. Verdammt, ich hau ab! Hey! Wie hast du das gemacht? Ich war eine Zeit in der Army. Ja, aber da waren vier von ihnen. Du warst allein. Vier Arschlöcher. Die wissen nicht, wie man kämpft. Los, raus hier! Wo sie wieder kommen! Okay.